Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen jetzt weiter und bereiten die Ernte vor von Kartoffeln und von Rüben. Das ist jetzt der, ja, ich glaube der Rübenroder, ne? Ja, Entschuldige fürs Anrempeln, ne? Wer hat denn hier geparkt, ne? So. Das müsste eigentlich, keine Ahnung, rote. Das müsste, ach, der Grimmel ist Kartoffel, okay, dann ist das der für Rüben. Wir fahren immer den Rübenacker und machen mal gerade Probe, ob wir ernten können. Ist ja eigentlich feucht. Und wenn er feucht ist, dann müsste, könnte es sein, dass es funktioniert. Bin mir nicht ganz sicher. Und dann müssen wir hoffen, dass er noch trocken wird, ne? Bis Januar kann man ja theoretisch ernten, ne? Laut Seasons Mod Liste. Aber ich wäre da ja skeptisch zu sagen, dass man das ernten kann, weil erstens wird das im Januar viel weniger trocken als im, ja, im Herbst oder im Sommer, ne? Weil die Trockenzeit ist einfach im Winter ungünstig, ne? Ja, wenn die Aussaat auf Feld Nummer 6, also Feld sein sollte, könnten wir immer noch hier auf Feld Nummer 3 und 19 Kraft aussehen. Rein theoretisch. Aber das hat noch Zeit, die Entscheidung. Wir machen uns um die Ernte kümmern, ne? Aber wir können auch im Frühjahr aussehen, da haben wir auch noch Zeit. Mein Raps wird besser im Herbst. Ich sag mal so, wenn es die Bauern so machen, ne? Allgemein sehe ich das so. Dann sag ich mal, ist der. Für mich die Logik, eigentlich das auch zu machen. Ne? Die Bauern haben ein bisschen mehr Ahnung wie ich. So. Klappt mir das aus, ne? Kein Thema. Man, ich finde das so interessant, wie Maschinen so funktionieren, ne? Ob das für, müsste eigentlich für Rüben sein. So, das funktioniert. Dann werden wir es auch machen, ne? Und überlegen, ob wir jetzt da gleich ein Fahrzeug holen. Ein bisschen spät, ne? Zum Ausklappen, ne? Und schon draußen. So, dann gehen wir in den LKW. Da haben wir am Hof einen LKW. Im Hof. Und zwar bei den Schweinen. Ich wollte ja den Kühen auch Futter geben. Das ist ja genauso wichtig. Und Stroh. Geben wir mal Stroh, dass wir den Stroh loswerden, Anführungszeichen, und dann werden wir gleich schauen, dass wir da der Aussteigen ist mit E und Auskippen mit E, ne? Ist doch nicht so schwer. War alles? So, hoffen wir, dass die oh, keine, habe ich auch noch nie gelesen, ne? Hat man drauf, hat für 6 Tage gereicht. Machen nur anders sein. Kann sein. So, da sind wir da. Wäre schön, wenn wir alles rausbekommen würden, ne? Ansonsten müssten wir den Rest im Lager einfahren oder im Mischfutter. Dann fahren wir halt den Rest in den Mischfutter rein. So. Können besser gucken, ne? Ach, Kuh. So. Wir brauchen Mist für unseren Dünger, ne? Das ist ganz wichtig. Richtig wichtig ist das. Extrem wichtig. Kommen wir durch. Wir kommen durch. Ja gut, okay. Dann lassen wir hier vorne stehen. Wir haben schon einen zu stehen, ne? Ich glaube, der Gelb passt nicht rein. Aber irgendwas war gewesen. War mir nicht ganz sicher.
So, Silage nicht. Heu auch nicht, Tau auch nicht. Bestation. Gutes Futter, hohe Qualität. Vom Großbauern. Naja, wenn wir groß wären, ne? Wenn wir alles Land besitzen, haben wir groß. Wir hatten nun im Prinzip ein Jahr mehr Zeit gewonnen, ne? In Anführungszeichen, ne? Weil uns ein LS 21 im Stich lässt, in Anführungszeichen. Aber wir machen das Beste draus. Wir machen weiter, bis wir hier stinkreich sind. Das ist jetzt unser Ziel. Möglichst alle Felder besitzen. Was ich ziehe, mit 24 Tagen spielen muss. keine Sorge, so schnell passiert das nicht. Wir können auch gerade reinfahren, ne? Aber nächstes Jahr wird mit 3 Tage gespielt. Ab Winter, sobald der Winter beginnt, beginnt die Umstellung. Das hat mich geahnt. Deswegen war da der Rote da. Na gut. Wenn wir jetzt rausfahren, ist er ja leichter, der Bursche, ne? Da wird es ja schwierig. Oh je. Dann können wir den gleich die Kartoffel nehmen. Theoretisch. Wo die Kartoffel da normalerweise. So. Naja, gut, normalerweise. Naja. Gibt's. Ja, da meldet sich jetzt auch schon einer, der soll aufgefüllt werden. Nun ist der Hänger so leicht. Kann man hier was machen? Abladen. Dann eben mal gucken, dass sich Gewicht verlagert. Hat ein bisschen was gebracht. Okay, dann können wir den nicht nehmen. Dann können wir den für Mist nehmen, theoretisch. Gut, wir fahren den mal zu. Ja, erstmal abstellen. Mal gucken, ob wir das kriegen. Was fehlt denn noch? Eieiei. Die Hälfte. Dann nehmen wir hier 9. Dann nehmen wir gleich den Traktor hier, wo wir sind. Wir nehmen den gleich neu mit hoch, komplett voll und tauschen los. So. Dann werden wir jetzt hier das so machen, dann machen wir das so, ne? Ja, egal, Rüben, hätten wir noch schaffen irgendwie. Nur also einmal. So. Und dann können wir ja gleich sagen, okay. Ja, mal sehen, wie wir da von da ranfahren. Gut, da wäre eh Traktor gewesen. Aber nicht so schlimm. Der ist voll. Wir haben jetzt gehabt. Gerste. Gleich umstellen. Denn ich kenne mich da am besten. Ich bin da vergesslich und angekommen. Oh ja. Abgelenkt, ne? Von der Zeit zum Beispiel. Ne? Und schon. Schon haben wir nächstes Ende Weizen. Ne? Das wäre im Prinzip nicht schlimm. Ein bisschen Weizen dazu haben. Kann nicht schaden. Ist kein Problem eigentlich. Aber das Problem ist dabei, dass bei der Ernte. Wenn verschiedene Fruchtsorten drin sind, der Drescher spinnt. Und dann plötzlich hört er auf und macht dann nicht weiter, weil dann, weil im Prinzip, wenn er einen Tank schon drin hat, was anders ist, dann knallt er halt nichts anderes rein, ne? Wenn er entsprechend gefüllt ist. Und wenn du ganz wenig drin ist, dann springt er oben wieder auf eine andere Frucht und macht er null. Da gibt es Verluste. Also letztendlich ist es ungünstig, ne? Deswegen müssen wir darauf achten, dass es gleich entsprechend eingestellt ist. Das kann man nicht vergessen.
Wenn wir gleich mal hier auf Kurs programmieren, also kopieren. So. Kommt schon näher, ne? Ja, BGH wollte ich auch noch voll machen. Na gut, okay, das ist nicht so tragisch. Die Silage reicht sowieso eine ganze Weile. Also ein bisschen früher sowieso nicht. Also nicht ganz so schlimm. Da schieben wir gleich mal rein. Mal rumstehen hier. Nimmt er gleich an und dann ist gut. Gut. Weg sind sie. Ja, schöne Ausfahrt hier drin, ne? Da steht der Bruder. Gleich mal ausklappen. Machen wir eine Fahrt. Ob es reell auch geht, ich glaub's nicht. Da wird die Elektronik ja nicht mitmachen, denke ich mal. Sicherung oder keine Ahnung, wo der ist. So, dann mal gleich mal gucken bei Kursplay. Den Kurs kopieren. So. Und zwar. Wir haben es zum Glück schon gespeichert, ne? Den schieben wir mal in meinen Ordner. Neuer Ort, Ordner. Aus. Start. Speichern wir dann. Laden, dann schieben wir den hoch. So. So. Zusammenfügen nicht, wir haben eh nur einen Kurs. So, Gerste, das passt. Dann gehen wir kurz rein in die Einstellung. So, hier ist die gute Frage. Los, Kurs, Astro, also das ist Laden beim Start im Menü. Okay. Scanfeld, das ist okay. Kurs für Walkers und Waggers. Ja, oh, ja. Was soll das heißen, ne? Keine Ahnung. So, Kursplay, Click to Switch. Die Tumor aktivieren hier. Waage ist keine Ahnung. Wiege oder Waage? So. Dann hier. Das ist klar. Amiros. Tons. Kombi nein. Umlaut. Kostet Kombi rein. Wenn ich das wüsste, ne? Wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Das passt. Aber gut. Dünger fehlt. Macht nichts. Wir werden den gleich zurückfahren und dann auf Feld, irgendwo Feld 19 werden wir, da kommt ja nun Raps rein, Mais. Dann werden wir, da haben wir es auch ausgesehen, da können wir auch was einsehen, müssen sogar. Da haben wir jetzt, schau mal, da haben wir jetzt drinne. Also, ja, das ist nicht gut. Dann müsste ich auf dem Rückfeld da noch was einsehen. Da ist GS drin. Ja, das ist schlecht. Ungünstig. Gut, das wollen wir noch korrigieren. Kriegen wir noch einen Griff. Noch geht's. So, da ist jetzt drin an sich Weizen. Hier ist Gerste.
dann müssten wir praktisch sehen, dass wir hier auf diesem Feld, also hier auf jeden Fall, ich würde hier Dings reinnehmen. Also für Soja haben wir eh keine Verwendung aktuell, also eher Raps. Und hier vielleicht noch eine andere Frucht im Frühjahr, mal sehen. Oder wir lassen auch Gras, geht ja auch, das ist ja nicht tragisch. So, okay. Machen wir hier in den Raps rein und auch Raps. Und dann können wir gleich mit dem hier erstmal sehen, dass wir den starten. Und dann fahren wir gleich zurück und machen dann die Korrektur. Auf Feld Nummer 23, glaube ich, oder 24 war es, glaube ich. Auf Weizen. Weil da ist nämlich jetzt ein Problemchen. Appeln, Karotte, Zwiebeln, Topfen, Roggen, Mohn, Dinkel, Hirse, Zerne. Ja, für diese Früchte muss ich schon den Mod haben. Ja, das ist auch nichts. Ja, das ist Weizen. Ansonsten könnten wir ja auch ein paar Originalgeräte nehmen. Die dürfen realistisch arbeiten, ne? Aber das machen wir entsprechend so im Frühjahr. Oder mal kann ich ja neu kaufen, wenn ich ihn brauche. So. So, das müsste passen. So, das passt. Macht ja gut ein bisschen da. Dünger fehlt, das macht nichts, das ist nicht tragisch. Jetzt fahren wir den anderen zurück, werden den entsprechend umbringen hier, Robert. Zurückfahren, den Murks ausbessern. Und haben wir im Frühjahr nachher das Problem, dass da entsprechend beides wächst. Und das ist ja für die Ernte ungünstig. Im Prinzip wird es nicht stören, aber da hätten wir halt Mischgetreide, ne? Aber die Technik nimmt das nicht an. Also, dann lässt das Programm nicht zu, Anführungszeichen. Oh, das Gras hier weg bei der Pfeiler. Oh, das macht nichts. Ist nicht so schlimm. Das ist reine Optik. Jetzt geht's rüber. Fährt Nummer 23, 24 glaube ich, oder 25. Ich glaube 24. Wir werden dann gleich entsprechend den Weizen nachsehen. Also Prinzip mit Gruppe, Gruppe hat ja vorher, dass der Gruppe wird das Welt neutralisiert, so die Gerste und bringt dafür dann Weizen aus. Rein Natur wäre das so, dass trotzdem die Gerste aufwachsen würde. Ne? Also unser Armkiste erst tot, wenn er gekeimt hat. Und dann kannst du umgruppern, dann kann es sein, dass er nicht mehr wächst. Ne? Aber ansonsten, wenn der Korn in der Erde ist, das ist trotzdem so entsprechend immer noch vorhanden. Ne? Also du kriegst den Korn in der Erde raus, ne? Das ist halt so. Für 18% war der gerade fertig. Macht er nur links erst. Keine Ahnung warum. Oh ja, voll Auflösung, ne? 4K und voll Auflösung, da muss man dazu sagen, mal wissen, ne? Also ist da entsprechend Power raus, ne? Ja, hier sind wir richtig. Hier hat auch jemand Mist gemacht, ne? Also Käse in Deutsch. So. Wäre natürlich äußerst ärgerlich, wenn wir hier plötzlich hier beides hätten, ne? So, mal vorne und oben machen. So. Da muss ich mir noch mit Kursplay gucken, dafür für einen Tippstand, dafür die Einstellung, was man einstellen muss und was es genau ist, weil ich ja die Sprache nicht so kann. Also gar nicht. Also Englisch bin ich nicht mächtig, alles.
Ist halt so, ne? Deswegen kann er viele stehen, aber ich komme da nicht hinter. Wenn es einmal weiß, dann geht's. Dann habe ich das im Kopf, dann ist es kein Thema, ne? Dann ist es erledigt, ne? Aber da es nicht weiß, müssen wir immer nachlesen. Bei Google. Da kommt der meist aufs Forum von Giants, also da kriegst du dann auch rein. So, dann mal kurz gucken, ob wir hier vorne auch noch alles gemacht haben. Im Grunde ist es egal, also die Wurst, ein bisschen Gerste ist nicht so schlimm. Aber besser, wenn nicht dran ist. Weil ich schon bei der Ernte geht's los, ne? Ja, scheint. Da ist noch ein bisschen was. Weil nämlich, soll ich sagen, blöd, ne? Dann kann das sein, dass die Maschine so startest und dann denkst du, oh. Dann hat er überhaupt nicht geerntet, ne? Nach hinten gehen. Und die Ecke auch noch weg hier, ist kein Thema. Muss das passen? Entschuldigung. Eigentlich. Ja, das passt. Das wäre nämlich ganz schlimm, wenn das nicht passen würde. Ja, 13 war ja auch noch nicht, ne? Na ja, gut, dann fahren wir erstmal Richtung Hof, holen Dünger. Oder beziehungsweise werden die andere Maschine nehmen. Dann brauchen wir nicht so viel Dünger entsorgen. Ne? Obwohl, da kannst du auch ins Lager reingehen. Ne? Das große Lager. Wir haben ja so in dem Sinne noch keine extra Lagerstelle. Ne? So, liebe Zuschauer, lassen wir auf Überlänge heute. Oh je. Wieder verschaut, dann kommt Zeit. Dann seid mal Schüsse für Winkel. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Morgen geht es weiter mit der Aussaat von Raps und, ja, Raps erstmal vor dem, und der Rübenernte. Tschüss!